Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich überhaupt gar keinen Plan. Das heißt, wir machen das heute alles zusammen. Ich habe mir hier nur eine alte Paris-Match geholt mit einem Bericht über die Queen. Fand ich jetzt ganz passend, weil ja gestern Prinz Philipp gestorben ist. Und dann habe ich gedacht, vielleicht finde ich da irgendwas, was ich verwenden kann. Mal durchschauen. Die sind ja schon immer toll, diese alten Zeitschriften. Nur leider meistens die Bilder ein bisschen groß für mein Traveler's Notebook. So. Also, hier fängt es an. Das war ein Bericht über den Besuch der Queen in Frankreich. Ja, Prinz Philipp. Natürlich jetzt ein bisschen klein, das Bild. Ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt sehen? Ja, da oben Prinz Charles und Anne. Ich habe ja die Serie The Crown angeschaut und fand die wirklich richtig gut. Hat die von euch auch jemand gesehen? Seitdem ist mir die Queen eigentlich richtig sympathisch geworden. Das hier wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja. Das andere hier jetzt irgendwie. Ja, aber hier. Queen auf dem Pferd, das könnte ich vielleicht auch nehmen. Das war jetzt auch nicht Philipp, aber. Jetzt geht es nur irgendwie in den Palast, wo sie dann wohnt. Ich glaube, den packen wir mal hier bei. Ich habe es jetzt da gesehen. Das hier. Das ist zu groß. Oder vielleicht das hier mit den Mirren. Mal gucken. Erstmal hier das Notebook bereit machen. Ich hatte ja eigentlich ein Flip-Through gedreht von meinem März-Insert. Aber da waren, ich habe das mit dem Abdecken nicht richtig hinbekommen und dann hat man doch immer wieder Sachen lesen können, was ich dann nicht möchte. Und ich habe es nicht hinbekommen, dass zu retuschieren. Das war mir wirklich zu mühsam, weil ich InShot nur auf meinem Handy benutzen kann, das iPad nicht genügend Speicher hat und mir das dann zu klein war. Ich habe das einfach nicht gesehen, wo ich was abdecken muss. Von daher bekommt ihr das leider nicht zu sehen. Es sei denn, ich finde noch irgendeine Möglichkeit, das anders zu retuschieren. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Weil ich bin auch, ich habe das auch nicht hinbekommen, das mit, wie heißt das, von Apple, was da immer auf den Rechnern schon drauf ist. Da gibt es, glaube ich, gar keine so eine Funktion. Also zumindest habe ich keine gefunden. Aber ich bin ja noch lernfähig. Wenn ihr eine Idee habt, gerne her. Dann, ich hebe das Video mal auf und dann kann ich es euch ja vielleicht irgendwann mal zeigen. So, jetzt nochmal kurz der Check, ob ich ein Bild bin. Ja. Also das ist ja ein bisschen groß hier vielleicht. Obwohl ich könnte es ja so... Ich glaube, das hier gefällt mir ganz gut. War total unscharf. Und dann nehmen wir, würde ich sagen, aus der gleichen Zeitschrift noch irgendein bisschen Text. Also ja, solche Bilder brauche ich ja tatsächlich überhaupt nicht. Kann ich mir dann hier ein bisschen
So, Schrift ausreißen. Das ist immer ganz gut als Hintergrund, finde ich. Ja, was kann ich euch erzählen? Nichts, wie immer. Passiert ja gerade auch nichts. Ja, heute ist mal wieder Samstag. Hundeschulentag. Und mein Hund hat mich heute wieder etwas geärgert, weil sie mir nämlich immer abgehauen ist. Und dann ihre Runden über den Platz gedreht hat. Was hier vielleicht? Ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu dunkel. Eieiei. Ja, ich glaube, die dunklen sind schon nicht so schlecht. Die Frage ist, was wir da dann drauf machen. Vielleicht das Datum. Vielleicht könnte ich da oben auch noch mal irgendwie ein bisschen anderes Papier kruscheln. Vielleicht so ein bisschen von diesem Packungsmaterial. Das ist auch immer sehr praktisch. Passt aber jetzt nicht so dolle farblich. Das ist alles so braun, grau, Soße. Vielleicht noch was Rotes. Die hier passen ja gar nicht. Was haben wir denn für Washi-Tape in Rot? Das Gestreifte vielleicht. Das könnte ganz gut passen. Oder eine andere Idee, vielleicht in Glitzer. Kann man wahrscheinlich sehen, dass es glitzert. Wäre ja irgendwie schon ziemlich königlich. Ne? Das könnte ich ja mal versuchen. Und das vielleicht so da drunter. Oben noch mal. Oh Mann. Und hier geht alles ab. Jetzt mache ich das hier mal noch mal ein bisschen schmaler. Das kleben wir jetzt einfach mal auf. Wir schaffen jetzt mal Tatsachen hier. Ja, was ich noch erzählen wollte, also durch diese Serie The Crown ist mir irgendwie die Queen richtig sympathisch geworden. Ich hatte vorher eigentlich so gar keine Meinung zu ihr. Auch nicht wirklich eine Ahnung. Ich meine, ich weiß natürlich auch nicht, wie viel davon stimmt, von dem, was da in der Serie gezeigt wurde, aber da muss ich sagen, hat sie mich schon sehr beeindruckt als Person. Einfach dieses unglaubliche Pflichtgefühl und Pflichtbewusstsein, was sie hat. Und das stellt sie über alles, über ihre sämtlichen persönlichen Meinungen, Wünsche und so weiter. Das ist doch schon Wahnsinn. Das kann man so gar nicht nachvollziehen. Und das ja über so viele Jahre. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass sie jetzt wirklich Königin werden wollte. Sie wurde dann ja in diese Rolle reingeboren und reingezwungen. Dadurch, dass ihr Vater ja so früh gestorben ist,
schon so eine Welt, die uns ganz fremd ist. Irgendwie. Ich glaube, ich brauche doch ein helleres von denen. Wie seht ihr das? Könnt ihr das nachempfinden, was sie so durchgemacht hat? Also, sicher nicht einfach. Und natürlich auch Prinz Philipp hat sein Päckchen zu tragen. Das auf jeden Fall auch. Keine Frage. War sicher auch nicht unbedingt immer einfach. Immer hinter seiner Frau zu stehen. Also das muss für sie ja jetzt schon sehr, sehr schwer sein, denke ich mal, dieser Verlust. Ich hoffe ja schon, dass da bald eine neue Staffel rauskommt von The Crown. Ich bin ja sonst gar nicht so der Serienschauer und überhaupt Fernsehen ist jetzt nicht so meins. Ich lese eigentlich lieber, aber die Serie fand ich wirklich gut. Mein Mann ist immer schon ganz froh, wenn er mal eine findet, die mir dann auch gefällt. Dass wir mal was zusammenschauen können. So, mit dem Rot ist doch gar nicht so schlecht, oder? Was sagt ihr? Hier unten noch mal ein bisschen. Geht heute aber zack, zack. Ganz unvorbereitet. Ich mache jetzt einfach so, wie wenn ich das auch für mich alleine mache. Da mache ich ja auch nicht lang rum. Wenn ich jeden Tag hier so stundenlang überlegen würde, würde ich nicht sonderlich weit kommen. Oh, jetzt wird das da abgerissen. Mann. Das heißt, wir brauchen noch irgendwie Sticker. Mal gucken, was wir da finden. Ja, auch noch hier zwei Sticker, meine selber gemacht, aber da ist jetzt farblich hier nichts dabei. Irgendwie so ein roter Kreissticker wäre natürlich toll, aber ich glaube, das habe ich gar nicht. Oder irgendwas Königliches. Auch nicht so wirklich. Vielleicht eine Briefmarke. Ich schon mal welche mit der Queen, aber also die finde ich ja jetzt natürlich nicht so auf Anhieb. Mond passt jetzt auch nicht so richtig. Heute ist doch der 10. Dann machen wir doch hier gerade mal die 10 drauf. Das ist doch gut. Perfekt. So. Und dann könnten wir da ja dann Samstag reinschreiben. Ja. Ja, mein Datumskalenderblatt habe ich sowieso schon irgendwie verloren. Was haben wir denn noch da drin? Nur noch was Königliches.
Oder was Englisches. Wäre ja auch schon nicht so schlecht. Aber ich bin ja eher so Frankreich-Fraktion. Da hält sich meine englischen Sachen sehr in Grenzen. Aber es wäre jetzt schon mal wieder Zeit hinzukommen. Ich muss ja meine ganzen Flohmarktvorräte wieder auffüllen. Mit den Profilbastikern ist auch nichts dabei. Hier ist auch keine Queen drauf auf den Briefmarken. Ah, vielleicht lassen wir es dann einfach dabei, weil ich glaube, sowas hier noch drauf zu machen, das wäre jetzt nicht so passend. Nee. Finde ich denn jetzt mein Kalenderblatt wieder? Weg. Dann könnten wir vielleicht noch den Samstag schreiben, aber ich bin kein Letterer. Also das könnte jetzt sein, dass es nicht sonderlich gut wird, aber ich mache es jetzt trotzdem mal ganz mutig mit euch gemeinsam. Da würde ich gerne bei Dine noch ein bisschen was abgucken. Ich kann da auch übrigens nicht sprechen gleichzeitig. Naja. Wir üben noch. Hm? Uns wird immer schlimmer. Das Problem ist, dass diese Labels auch noch so saugen. Und dann der Stift hier auch noch so verläuft. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann das Video gestoppt hat. Ich habe gerade nur gesehen, als ich schauen wollte, wie lange ich schon filme, dass es aus ist. Also ich habe jetzt das hier gerade noch ganz schrecklicherweise hingelettert und habe jetzt beschlossen, es dabei zu belassen. Ja, ich weiß nicht, wo ich aufgehört hatte. Egal, ist jetzt so. Ich bin kein YouTube-Profi. Ich mache das eben einfach so aus Spaß. Das müsst ihr mir verzeihen. Ich werde auch mit Sicherheit nie perfekt werden, weil ich auch gar nicht die Lust habe, hier allzu viel Zeit damit zu verplempern. Aber vielleicht hat es euch trotzdem gefallen und ihr lasst mir einen Daumen da oder einen netten Kommentar, was mich auch immer sehr freut. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!